Ich habe ein Gewicht gefunden. Das Gewicht brauche ich für die Scheune. Und zwar da. Zack. I need something to catch the grain in. Habe ich. Hallo. Ach, deine Oma workt hier nicht. Dann mach's so. Meine Fresse. Set the weights to that every scale shows the right weight. Ah, okay. Das war, oh, das wie so ein Mathe-Rätsel. Also, erstmal ganz dumm. So 3, 3, 3 sind 9. 5 plus 3 sind 8. Und 4 plus 3. Hallo. 3 sind 7. Easy. Ich bin's einfach. Wo hab ich die jetzt? Hat irgendwer aufgepasst? Weiß jemand, wofür ich hier die. Ah, ich war noch gar nicht beim Lake. Ah, okay, vielleicht brauche ich beim Lake die Sachen. Schöner Fluss. Anscheinend nicht so viel hier. Spring. I can see the bottom of the spring, but it's too far for me to reach it. Ja, das ist Angel. Natürlich. Wir sind Profi-Angler. Wir kriegen ohne Probleme die Säge daraus. Sollen wir noch was? Warte, hier war es. Crackmeier. Ich weiß nicht, was. I need a sandbag to set in the muck. Das ist zwar kein Sandsack. Raft. Ist zwar kein Sandsack, aber wenn sie Sandsack sagt und wir Getreide mit haben, das funktioniert. Crab, Krabbe, habe ich. Moskau. Ja, das ist Moskau, da steht Moskau. Safe Call. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt irgendwie Moskau suchen soll. Das ist ein ziemlich dicker Oktopus für einen fucking Teich. Oder See. Und zumindest so nah am. Ich wüsste nicht, dass Oktopusse so nah am Gerümpel chillen. Egal. Shrimp, den habe ich schon gesehen. Dominostein, habe ich auch schon gesehen. Mousetrap, eine Mausefalle. Das hier, da sieht nach einer Mausefalle aus. Ein Starfish ist. Patrick Star aus SpongeBob ist ein. Scheiße, wie heißen die im Deutschen? Sternfisch? Heißt nicht Sternfisch im Deutschen? Ich glaube ja, ne? Ich sehe ihn gerade aber nicht. Nein, ist hier nicht. Egal, machen wir weiter. Fisch. Ah, so präzise. Guck mal, das da ist auch ein Fisch, du Toaster. Oktopusse, oder? Gehören Oktopusse zu den Fischen? Ich meine, Oktopusse gehören zu den Fischen. Ich wollte gerade sagen, ich glaub, die Paprika hier sieht so offensiv aus, offensiv, so auffällig aus. Das ist die Pepper. Irgendwie so manche Sachen, die schießen dir ins Gesicht. Und manche Sachen sind so, nö. Nö. Zum Beispiel wie der Sternfisch. Ich muss. Gell? Ha. Ja, hallo. Keine Ahnung, wo ein Fisch ist. Triumphal Arsch. Ein Triumphbogen. Was ist ein Triumphbogen? Ein Triumphbogen. Ach, dieses gebäudesinnliche Ding. Okay. Ein Gall. Du, ein Gall. Gall klingt nach einer Waffe oder so. Warum habe ich eine Waffe im Kopf? Ach, keine Ahnung. Ein Hai. Das ist ein Hai. Da ist ein Hai. Danke. Green Tube. Was ist ein, das? Green Tube. Du bist eine grüne Röhre. Ja. Ne? YouTube, du Röhre und so. Gall. Ich weiß nicht, was Gall ist. Bist das so ein. Also, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der. So, was haben wir? Starfish. Also, Fisch kann ich auch noch übersetzen. Also, Fisch ist ja nicht so schwer zu übersetzen. Aber was ist für den alles ein Fisch hier? Oder was ist für den, der. Alter! Für den, der Fisch, den ich anklicken muss. So. Daher, wie gesagt, das ist ein Fisch. Gall, Seemöwe. Oh Gott, ich Depp. So, brauchen wir immer noch den Sternfisch. Und den normalen Fisch. Da ist der Sternfisch. Ha, ich habe ihn gefunden. Der war solide versteckt. Der war nicht zu leicht, aber beim genauen Hinsehen war er auch nicht zu schwer. Und der normale Fisch, sehr wahrscheinlich habe ich ihn schon gesehen. Ich will einfach nur.
Entschuldigung, ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie muss ich gerade gähnen, Alter. Fischi. Fischi, mach mal Piep. Oh. Nein, das wollte ich nicht. Das ist jetzt. Fischi, Fischi. Fischi sind bei mir im Wasser. Fischi sind im Wasser. Nicht an Land. Bist du ein Fisch? Gehäuteter und ausgezogener Fisch. Och nein. Das hier ist der Fisch, ne? Ach, das ist manchmal so eine Aber wir beschweren uns jetzt nicht. The tree hole is casting bright light, but I can't look inside. It's too high. Das ist doch ganz normal. Leuchten deine Bäume nicht? Meine leuchten immer. So, die grüne Röhre. Kann ich die da benutzen am Motor? So. Info, das sieht ja super aus. Place the weights so that every green tube reaches the bottom. Okay, wir wissen, rot ist heavier als türkis. Grün ist schwerer als dunkelblau. Und auch schwerer als gelb. Gelb macht 2. Okay, also gelb macht 2. Das heißt, grün macht wie viel? 1, 2, 3, 4. 4. Grün macht 4. Warte, gelb 2. Ich schreibe den Scheiß auf, Alter. Gelb 2, grün 4. Türkis. Das habe ich aufgefasst. 1, 2, 3, 4. Ärger kann ich sehen. Gewurzeln. 1, 2, 3, 4. Auch 4. Auch 4. Rotverstanden, mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sogar. 106. Okay, wir haben einen roten. Ich gehe davon aus, dass wir einen roten und einen gelben. So. 4. Wir haben Vierer. Wir haben Türkis oder Grün für Vierer. Ich weiß gar nicht, was Blau macht. Was macht Blau? Blau macht perfekt ein, ne? Das ist ja Opti. Und du machst einen Vierer. Du müsstest einen Vierer machen. Und ihr beide macht zu wenig. Okay. Ich sehe das Schwierigste. Das Schwerste, was ich habe, ist, glaube ich, Rot. Gut. Danach kommt, glaube ich, Türkis. Ich da jetzt einen gelben rein tue, okay. Warte, wenn ich jetzt. Ja. Oder? Ha, ja. Puh, easy. Kappa. So, was hast du jetzt? Eine Schere. Mit der Schere können wir dem feinen Herr Grey jetzt einfach. Bitte das Herz rausreißen und einstechen, dann ist das ganze Spiel vorbei. Und ich glaube, dann gibt es auch keine anderen Teile mehr, weil die sich alle um Herr Grey drehen. Beziehungsweise um Grey und Louisa. To the bedroom. Ah! Also, nur mal so. Man hat, also, stell euch vor, ihr geht im Urlaub, mietet euch so eine schöne, gemütliche Hütte an einem See, in den Bergen. Gut, es regnet, dafür kann keiner was. Es ist ganz kuschelig. Gut, die Beleuchtung ist ein bisschen spärlich. Man muss noch Kerzen machen, beziehungsweise sich ein Lagerfeuer anmachen. Ihr findet es aber total schön. So, das ist genau das, was ihr wolltet. Und dann kommt ihr rein und habt so ein Badezimmer, wo das Holz verputzt ist. Wer was? Kein Mensch jemals. Außer die Grace. Das ist ein Bild. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf das Bild. Genau wie mit der Küche und dem Mosaik.
Du bist eine Uhr, dafür fehlen mir vier Tiere und zwei Zeiger. Das heißt, wir begeben uns ans nächste Wimmelbild. Wir müssen ein A finden. Super Sache. Da ist das A. Ein Dinosaur, einen Dinosaurier. Es gibt keine Dinosaurier mehr. Boah, das ist schon wieder geil. Gott, was ist denn hier los? Warum ich jetzt so hier gehen? Der Dinosaurier hat keine Lust. Okay. Ein Taj Mahal. Bist du ein Taj Mahal? Nein, du bist ein Medaillon. Schade. Was ist ein Taj Mahal? Ist das. Kennt man das? Das ist auf jeden Fall ein Kulum. Kulum, Säule. Das da ist ein Taj Mahal. Alien. Das ist zwar ein Hypothalamus, also ein Hippo. Sah aber für mich aus wie ein Alien, deswegen habe ich drauf geklickt. Erzähl mir besser keinen. Das da ist das Alien. Man kennt's. Beste Spielzeug ever. Handcuffs, Handschellen. Ja, Handschellen natürlich unterm Bett, ne? Wir wissen genau, was die Greys damit gemacht haben. Ne? Ein Tipi. Keine Ahnung. Ein Antler. Antler sind die Viecher hier. Oder ist damit das Geweih gemeint? Ich glaube, das ist Geweih nur gemeint, ne? Ja. Der Lightning ist ein Blitz. Der Blitz ist hier bei der Puppe. Ist war halt die heimliche Tochter von Flash. Ein Protractor? Was ist ein Protractor? Bist du? Nein, du bist eine Taschenlampe. Du bist ein Flashlight. Du bist kein Protractor. Ich weiß nicht, was ein also da ist der. Ah, das ist der Dinosaur. Der Dinosaurier. Dinosaurier, Chris. Du bist Deutscher, danke. Ah, ein Protector ist. Ich weiß jetzt sogar noch nicht mal absolut, wie das im Deutschen heißt. Geodreieck in rund. Und ein Tipi. Ist damit das Haus gemeint? Ja. Schön. Ich habe ein Medaillon gefunden. Das Medaillon konnte ich auch wieder am Arsch der Heide einsetzen. Und zwar hier hinten in der Scheune. Und konnte, zack. Nice. Kann ich damit. Oh, ich kann nicht nur die Leiter klauen. Ich kann sie auch. Also. Oh, ich habe den zweiten Uhrzeiger. Habe ich hier sonst noch was? Nein, damit sollten wir die. Was ist das? Die Scheune abgeschlossen haben. So, mit der Leiter können wir hier